Hast du Probleme mit deinen Augen? Vielleicht eine heftige Bindehautentzündung, grauen Star, grünen Star oder gar eine Makuladegeneration? Oder hattest du schon eine Netzhautablösung? Hast du ständig trockene, brennende Augen oder tränende Augen oder eine Fehlsichtigkeit? Dann bleib dran. Hi, ich bin Angelika Keil und in diesem Video geht es um die wahren Ursachen für Augenleiden. Und ich teile mit dir die wunderbare Geschichte einer Frau, die kaum noch sehen konnte und ihre Augen innerhalb von wenigen Stunden ohne Medikamente und Co. in die Heilung brachte. Einfach weil sie sich entschieden hat, zur bewussten Schöpferin zu werden und sich ihren Herzenswunsch, nämlich gesunde Augen und wieder sehen zu können, zu manifestieren. Und ich verrate dir, was dann noch zusätzlich Wunderbares in ihrem Leben passiert ist, ganz nach dem Motto, kühnste Träume übertreffen. Aber zuerst, wenn du solche Videos magst, die dir helfen, deine Herausforderungen und Probleme leichter zu meistern und dir als bewusste Schöpferin bzw. bewusster Schöpfer deine Herzenswünsche und dein Wunschleben zu manifestieren, abonniere meinen Kanal und klicke auch auf die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst. Denn hier lernst du, worauf es wirklich, wirklich ankommt, damit du dir ohne Stress, sondern entspannt und mit Liebe und Freude dein persönliches Wunschleben kreierst. Inklusive möglichst viel Gesundheit, Vitalität, Fitness und Wohlbefinden. Und jetzt zum Thema Augenleiden. Die meisten, die in Anführungsstrichen nur eine Fehlsichtigkeit haben und nur eine Brille tragen, halten das für ganz normal und natürlich, auch wenn es lästig ist und das Leben sehr einschränken kann. Sie fügen sich in ihr Schicksal. Oft wird einfach gesagt, das ist halt das Alter. Das kommt mit dem Alter. Im Alter kommen die Zipperlein und Krankheiten. Wir hören das so oft in unserem Leben von Kindheitsbeinen an, sodass es für uns selbstverständlich geworden ist. Wir hinterfragen es gar nicht. Es ist ein tief in uns eingegrabener Glaubenssatz. Aber ist das wirklich so? Müssen wir mit dem Älterwerden krank werden? Früher habe ich das auch geglaubt und entsprechend erfahren und am eigenen Leib erlebt. Das sind die Manifestationsgesetze. Das, was du glaubst, erlebst du. Wenn du meine Geschichte gelesen hast oder mich schon länger kennst, weißt du wahrscheinlich, dass ich früher viele chronische, angeblich unheilbare Krankheiten hatte. Dass ich immer mehr Krankheiten dazu bekommen habe und dass auch ich dachte, das sei unabwendbares Schicksal. Oh Mann, was für ein begrenzendes Denken das damals war. Aber wenn du mich schon kennst, dann weißt du auch, dass ich all diese Krankheiten mit Hilfe der von mir entwickelten AK-Strategie und der darin enthaltenen Manifestationsgesetze aufgelöst habe. Dass diese Krankheiten nicht Schicksal waren, sondern dass sie eher Machtsal genannt werden müssten. Denn ich habe sie unbewusst und ungewollt selbst gemacht. Selbst manifestiert. Niemand macht sich bewusst und extra krank. Ich auch nicht. Meine Klientinnen und Klienten auch nicht. Und du auch nicht. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und deshalb ist es so wichtig zu erkennen, womit wir uns die Krankheiten und körperlichen Beschwerden inklusive Sehschwäche und Augenerkrankungen unbewusst ins Leben gezogen haben. Deshalb ist es so wichtig, uns bewusst zu machen, was die wahre Ursache für eine Krankheit, in diesem Fall ein Augenleiden, ist. Denn wenn wir die wahre Ursache erkennen und entsprechend bewusst neue, bessere Ursachen setzen, löst sich die Krankheit auf. Die Augen werden gesund. Denn die Krankheit hat ihre Aufgabe erfüllt. Sie hat uns auf etwas sehr, sehr Wichtiges aufmerksam gemacht. Sie war nur ein Zeichen, ein Weckruf der Seele, die sich nach einem schöneren, erfüllteren, freieren Leben sehnt. Deshalb klopft sie immer wieder an, wenn wir uns und ihr dieses schönere Leben verwehren. Viele machen sich jedoch gar keine Gedanken darüber, ob die Sehschwäche oder die Augenerkrankung ihnen etwas Wichtiges mitteilen möchte. Sie ärgern sich höchstens oder fühlen sich bei einer schlimmen Erkrankung und bei großen Schmerzen und Beeinträchtigungen hilflos und verzweifelt. Das ist völlig verständlich und normal. Aber die gute Nachricht ist, es muss nicht bei diesen Einschränkungen, Schmerzen, Sehbehinderungen und Krankheiten bleiben. Selbst wenn die Ärzte nicht mehr helfen können.
Wir können nämlich viel, viel mehr in unserem Leben ändern, als die meisten von uns glauben und als ich früher auch geglaubt habe. Nämlich dann, wenn wir bereit sind, unsere Macht über unser Leben wieder an uns zurückzunehmen. Wenn wir bereit sind, bewusste Schöpferinnen bzw. Schöpfer unseres eigenen Lebens zu werden, inklusive unserer Augengesundheit. Dazu gehört, dass wir uns die Aufgabe anschauen, die in der Augenkrankheit enthalten ist. Es ist immer eine Wachstumschance, eine Einladung, bewusster zu werden, damit wir unser ganzes Leben verschönern und verbessern können. Ich werde nachher noch ein Beispiel dafür bringen. Wenn wir jedoch diese Aufgabe und Wachstumschance auf Dauer verdrängen, passieren zwei unangenehme Dinge. Erstens, wir behindern natürlich unser inneres und damit auch äußeres Wachstum und verhindern damit dieses schönere, bessere Leben, zu dem wir eigentlich geführt werden sollten. Aber nicht nur das. Zweitens, unsere Lebenssituation und Lebensqualität wird sich sogar im Laufe der Zeit noch verschlechtern. Es wird eine ganze Reihe von unangenehmen Situationen eintreten, zum Beispiel weitere Krankheiten, Nebenwirkungen der Medikamente, mit denen wir die Symptome unterdrücken, aber nicht die Krankheit heilen. Oder es treten vermehrt Konflikte auf, zum Beispiel in der Partnerschaft, Familie, am Arbeitsplatz oder im Freundeskreis. Oder wir verlieren einen geliebten Menschen, unsere Wohnung oder unser Geschäft, unsere Arbeitsstelle. Das Problem ist, kaum jemand sieht einen Zusammenhang zwischen diesen Dramen in anderen Lebensbereichen und einer vorangegangenen Krankheit. Aber dieser Zusammenhang ist ganz logisch, wenn wir die tieferen Ursachen dieser Dramen anschauen. Etwas ist mir ganz wichtig an dieser Stelle zu betonen, denn das wird so oft falsch verstanden. Leider, leider. Diese Krankheiten, Konflikte, Krisen und Dramen sind keine, ich wiederhole, keine Strafe. Es ist nicht deine Schuld, wenn du solche Dinge erlebst. So viele Menschen laufen mit der Brille herum, ich bin an allem schuld, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht wertvoll, ich mache zu viele Fehler. Deshalb tendieren sie dazu, in Kategorien von Schuld, Sünde und Strafe zu denken. Entweder kritisieren sie sich selbstständig bis hin zum Selbsthass und oder sie kritisieren andere ständig. Krankheiten, Unfälle, Konflikte, Krisen und andere Dramen sind also keine Strafe, sondern in Wahrheit ein Geschenk. Ja, ein Geschenk im Wolfspelz, wenn du so willst, oder in schmutziges Zeitungspapier eingewickelt, sodass wir das Geschenk nicht sofort als Geschenk erkennen. In Wahrheit sind sie sogar ein Geschenk, das wir uns selbst machen. Denn ein außerordentlich liebevoller Teil in uns möchte, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir in unsere ganze Kraft kommen, in unsere wahre Größe hineinwachsen und uns ein immer noch schöneres Leben kreieren, dass wir voll Freude und als bewusste Schöpfer und Schöpferinnen schöpferisch tätig sind. Wenn wir das verweigern, erteilen wir uns sozusagen selbst Nachhilfeunterricht in Form von Krankheiten, Konflikten, Krisen und Katastrophen, um endlich aufzuwachen. Wie sonst würden wir uns für ein noch schöneres Leben öffnen, da wir uns ja längere Zeit dafür verschlossen haben und einfach nicht auf die liebevolle, wahre innere Stimme, das heißt auf die Herzensstimme, gehört haben. Das Leben klopft übrigens immer zuerst sanft an. Wenn wir das sanfte Anklopfen nicht hören, wird das Klopfen jedoch lauter. Wie im folgenden Fall einer Klientin, die schon sehr lange eine sehr starke Bindehautentzündung hatte, die einfach nicht heilen wollte. Diese Frau konnte kaum noch etwas sehen und entsprechend so gut wie nichts mehr machen und unternehmen in ihrem Leben. Wahrscheinlich kannst du dir vorstellen, welche Beeinträchtigung das in deinem Leben wäre, wenn du fast blind wärst. Oder vielleicht hast du das schon selbst erlebt? Dann weißt du wahrscheinlich, wie hilflos und ohnmächtig man sich fühlen kann. Meine Klientin hatte schon öfter eine Bindehautentzündung gehabt, die die Ärzte aber jeweils mit Medikamenten zum Abklingen bringen konnten. Doch dieses Mal konnten ihr die Ärzte und die Medikamente nicht helfen. Lange, lange Zeit litt sie sehr unter dieser Situation, bis der Leidensdruck so groß wurde, dass sie sich zum ersten Mal in ihrem Leben auf ein Mental- und Heilcoaching einließ. Eigentlich wollte sie sich nie mit ihrer Psyche, wie sie das nannte, beschäftigen, aber sie war so verzweifelt,
dass sie es nun doch probierte und hinterher so dankbar war, dass sie diesen Schritt gewagt hatte. Übrigens haben viele Menschen Angst, sich mit ihrer sogenannten Psyche zu beschäftigen, denn bewusst oder unbewusst befürchten sie, etwas Schlimmes oder gar Schreckliches zu entdecken. Sie haben sozusagen Angst vor ihren eigenen Dämonen. Sie fürchten zu erfahren, dass sie Fehler gemacht haben, dass sie schlechte, schuldige Menschen sind. Hier spielt wieder die Schuld- und Sündebrille eine Rolle, die ich vorhin erwähnt habe. Tief in sich glaubt jeder Mensch, der noch nicht voll zu seinem wahren Selbst erwacht ist, dass er oder sie nicht gut genug ist, Schuld auf sich geladen hat und mehr oder weniger ein Versager ist. Anstatt sich aber diesen Themen und Ängsten zu stellen, verdrängen sie sie und wollen sich bloß nie damit auseinandersetzen, bis eine große Krise sie dazu zwingt. So wie in meinem Fall vor gut 20 Jahren und so wie im Fall meiner fast blinden Klientin. Da ich von diesen Ängsten weiß und diese Ängste früher selbst hatte, erklärte ich der Frau anfangs ganz genau und geduldig, was wir im Coaching tun würden und dass nichts Schlimmes passieren würde. Dadurch fasste sie den Mut, sich auf die Kommunikation mit ihrem Unterbewusstsein einzulassen und nach der Botschaft zu fragen, nach der Aufgabe, die ihre Augenprobleme für sie hatten. Während dieser Zwiesprache mit ihrem Unterbewusstsein, wie ich diese Technik nenne, kam heraus, dass sie schon mehrere Jahre etwas vor sich herschob. Eigentlich wäre es ihr dienlich gewesen, dies längst anzupacken und zu erledigen. Aber es macht ihr so große Angst. Es hatte mit ihrer Scheidung zu tun und mit dem Haus, in dem sie seit der Scheidung immer noch lebte. Eigentlich ahnte sie, dass es besser für sie sei, ein neues Leben anzufangen. Aber sie wollte nicht loslassen, sondern am alten Zustand festhalten. Das hatte zu den häufigen Bindehautentzündungen geführt und nun zu jener, die sie auch mit den stärksten Medikamenten nicht mehr auflösen konnte. Während dieser Zwiesprache mit dem Unbewussten erkannte sie, dass es wirklich ihrem besten und höchsten Wohle dienen würde, wenn sie die Vergangenheit losließ, aus dem Haus auszog und ein neues Leben begann. Wir konnten ihre Ängste vor dem Loslassen und vor dem neuen Lebensabschnitt auflösen und sie ging viel entspannter nach Hause, als sie gekommen war. Am Morgen nach dem Coaching dann die Überraschung. Sie schrieb, dass, oh Wunder, ihre Augen schon wieder viel besser geworden seien. Und das, obwohl sie keine Medikamente mehr genommen hatte. Das hatte sie mir zwar nicht angekündigt, aber umso erstaunlicher und schöner war, dass der Heilprozess der Augen sofort nach dem Zup in so großen Schritten erfolgte. Die Augen erholten sich sehr rasch. Die Bindehautentzündung war ohne Medikamente aufgelöst. Die Frau konnte wieder sehen und entwickelte eine enorme Tatkraft, mit der sie das Thema, das sie jahrelang vor sich hergeschoben hatte, in Angriff nahm und innerhalb von nur, halt dich fest, 4 Wochen löste. Das Leben fing an zu fließen, alles hat sich in Wohlgefallen aufgelöst, alles ist wie am Schnürchen gelaufen, konnte das Haus verkaufen, hat was Wunderbares Neues gefunden. Und das nur, weil sie endlich nicht länger die Augen vor dem verschloss, was ihr Angst gemacht hatte, sondern sich mutig ihr seelisches Thema und die Aufgabe, die in ihrem Augenleiden enthalten war, angesehen hatte. Nur deshalb konnte sie jetzt im wahrsten Sinne des Wortes auch wieder mit ihren physischen Augen sehen. So hat sie ihre Lebensqualität und Lebensfreude wiedergewonnen. Und nicht nur das, sie hat ihre kühnsten Träume noch übertroffen. Denn, wie sie mir später schilderte, waren noch viel, viel mehr wundervolle Dinge in ihrem Leben geschehen. Ihre Depression wegen der Scheidung hatte sich aufgelöst. Sie wohnte nun in einem viel schöneren Zuhause, hatte viele nette Menschen kennengelernt und neue Freunde gewonnen, mit denen sie schöne Reisen und andere erfüllende Dinge unternahm. Das Einzige, was sie bereute, war, dass sie nicht schon eher auf die Botschaft ihrer Augenprobleme geachtet hatte. Möchtest auch du wissen, was dir dein Augenproblem sagen möchte, damit auch du dein Augenproblem verbessern oder ganz auflösen kannst? Oder damit du zumindest die fortschreitende Verschlimmerung aufhalten kannst? Falls du noch daran glaubst, dass deine Augenerkrankung unheilbar ist, für mich gibt es kein Unheilbar mehr.
da ich seit über 20 Jahren beobachten darf, wie viele angeblich chronische und unheilbare Krankheiten mit Hilfe der AK-Strategie und der Manifestationsgesetze geheilt wurden. Aber ich respektiere jeden, der noch an ein Unheilbar glaubt, denn das habe ich ja auch 40 Jahre meines Lebens geglaubt. Aber ich lade dich ein, wenn du magst, ein Experiment zu machen. Was wäre, wenn du wirklich der Schöpfer bzw. die Schöpferin deiner Lebensumstände wärst und viel mehr Einfluss auf deinen Körper und deine Gesundheit hättest, als du bisher geglaubt hast? Möchtest du diese faszinierende Methode Zwiesprache mit dem Unbewussten näher kennenlernen? Möchtest du sie vielleicht sogar erlernen, um sie in Zukunft jederzeit selbst anwenden zu können, um herauszufinden, was dir eine Krankheit sagen möchte? Und um damit die Chance zu erhöhen, dass du diese Krankheit wirklich auflösen kannst? Oder arbeitest du mit Menschen oder möchtest du mit Menschen arbeiten? Möchtest du die Zwiesprache mit dem Unbewussten erlernen, um anderen Menschen zu helfen? Zum Beispiel als Coach oder weil du im Gesundheitswesen arbeitest und deinen Patienten und Patientinnen noch besser helfen können möchtest, wirklich gesund zu werden und zwar auf sanfte und nachhaltige Weise? Anstatt nur Symptomunterdrückung mit Medikamenten zu betreiben und starke Nebenwirkungen und Folgekrankheiten zu riskieren? Die Zwiesprache mit dem Unbewussten kann übrigens nicht nur bei körperlichen Beschwerden, Krankheiten, nicht heilenden Unfallfolgen, Süchten und so weiter helfen, sondern bei jedem Problem, egal in welchem Lebensbereich. Also auch wenn du zum Beispiel in einer Lebenskrise steckst, Konflikte hast, Eheprobleme, dir Sorgen um Angehörige machst, in einer finanziellen Krise bist, Frust am Arbeitsplatz, im Beruf erleidest, zu wenig Kunden und Umsatz hast oder was auch immer dich belastet. Wenn du die Zwiesprache erlernst, lernst du gleichzeitig mit deinem Unbewussten und deiner Seele zu sprechen. Du lernst Seelenbotschaften zu verstehen, der inneren Führung zu folgen und deinem wahren Selbst immer näher zu kommen, sodass du immer mehr dein wahrhaftiges, erfüllendes Wunschleben manifestieren kannst, für das du hier auf die Erde gekommen bist. Wenn du die Zwiesprache mit dem Unbewussten erlernen möchtest, findest du unter dem Video Links zu mehr Informationen. Und wenn du einfach nur mit mir persönlich im Einzelcoaching eine Zwiesprache mit dem Unbewussten machen möchtest, um jetzt die Botschaft deines aktuellen Problems herauszufinden, damit es sich anschließend endlich auf sanfte, liebevolle Weise auflösen kann, nimm unverbindlich Kontakt mit mir auf. Auch diese Möglichkeit verlinke ich unter dem Video. Und jetzt bin ich neugierig, was du über dieses Video denkst und was es in dir ausgelöst hat. Kannst du glauben, dass es so einfach sein kann, ein Problem zu heilen? Hast du vielleicht schon ähnliche Erfahrungen gemacht? Oder glaubst du, dass die Heilung der Bindehautentzündung Zufall war? Schreibe das gerne unten in den Kommentar. Und wenn du noch eine Frage hast, kannst du sie ebenfalls sehr gerne in den Kommentar schreiben. Ich antworte auf jeden Fall. Und falls du neu hier bist und noch nicht mein E-Book Die 8 wichtigsten Schritte zur Zielerreichung hast, hol es dir jetzt gleich ab. Denn in dem E-Book erfährst du, was wichtig ist, um dir das Leben zu kreieren, das du dir wirklich von Herzen wünschst. Du erfährst, was erfolgreiche Menschen von den Menschen unterscheidet, die ihre persönlichen Ziele nicht erreichen oder nur mit ganz hartem Kämpfen, Stress und vielen Rückschlägen. Wenn du dich an diesen Leitfaden mit diesen 8 Schritten hältst, wirst du schon bald große Fortschritte beim Manifestieren machen. Ich verlinke auch dieses powervolle E-Book unter dem Video. Und du weißt ja, wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über ein Like und wenn du das Video teilst. Damit hilfst du auch anderen Menschen, sich ein schöneres, besseres, erfüllteres, gesünderes und harmonischeres Leben zu manifestieren. Und alles, wozu du anderen verhilfst, kommt vielfach vermehrt zu dir zurück. Das ist ein ganz, ganz powervolles Manifestationsgesetz, das du vielleicht auch gerne nutzen möchtest. Nun danke ich dir viel, vielmals für deine Zeit und dein Interesse. Bis bald im nächsten Video. Herzensgrüße, deine Angelika.